Leute, Serplin hier. Heute geht's um meine eine Angst mit den Konsolen. Mit der PS5 und der Xbox Series X. Und zwar, wir hatten ja diese Generation so technisch unterwältigende Konsolen, dass einfach wir Mid-Gen-Konsolen brauchten. Und mein Problem ist, die waren super erfolgreich. Sony und Microsoft, die sind nicht dumm. So, die werden das wieder tun. Die werden nochmal irgendwie mit Generation-Konsolen rausbringen. Und man hat schon bei der Xbox One und der PS4 gesehen, sobald die Pro-Version raus sind, sind alle Spiele, die danach rauskommen, für die Pro-Version exakt entwickelt und laufen auf der normalen Version scheiße. So, und das ist so das eine Ding. Das wäre so ein Problem, wenn das Standard wird. So. Das wäre einmal für die Entwickler scheiße, weil die dann für zwei Plattformen gleichzeitig entwickeln müssten. Pro Konsole. Okay, das haben die zwar schon mit der Switch, aber naja, das ist ein anderes Ding. Da ist es wenigstens keine zweite, ne, Konsole, sondern einfach nur, ja, ein zweiter Modus. Aber das ist ja auch eigentlich was ziemlich anderes. Und meine Angst ist halt so, dass es einfach normal wird, dass mehrere Mid-Generation-Konsolen rauskommen, so. Ich meine, für den Standard-Gamer ist es jetzt nicht so normal, alle 2 Jahre eine neue Version von der PlayStation oder Xbox zu kaufen, so. Und ich glaube, das könnte ein richtig hartes Problem werden, wenn, ja, erstmal so alles da, ne, wenn es sich das normalisiert, dann wäre es einfach irgendwann eine Normalität, dass du dir alle 2 Jahre eine neue Version von einer Konsole kaufen musst, einfach um möglichst beste Performance zu haben, sondern ist es nicht mehr das PS3 Xbox 360 Prinzip, dass man jeden kleinsten irgendwie Tropfen so an fucking Hardware Power rausdrückt und einfach quasi in einer Konsolengeneration grafisch einen riesigen Sprung von Anfang zu Ende hat. Nein, es ist einfach so, ja, kauf doch einfach die neue Version, wenn du bessere Grafik möchtest. Warum sollten die Entwickler sich dann noch Mühe geben, irgendwie so gute Grafik auf die ältere Hardware zu bringen? Weil die ist ja nicht so stark, ne? Das würde so ein Haufen Scheiße werden insgesamt. Aber naja, danke fürs Anhören, ne? Ihr seid cool, bleibt toxisch. Der abonniert mich, disliked mich, entbimmelt die fucking Glocke und jetzt rutscht mal was ich sehen, ja.